testen heute alle Böller vom Asian Dragon Bazaar. Let's go! Anzünden werden wir heute mit dem neuen MPM Gunburner. Link in der Beschreibung. So, und jetzt zeige ich euch, was hier alles am Start ist. Wir haben hier von klein bis ganz groß hier alles dabei heute. Das sind alles Böller, die man aktuell dieses Jahr 2023 auf dem Asia Dragon Bazaar bekommen kann. Und dann haben wir hier die Dumbum, Dumbum F2, Mikrobomb G, nochmal Dumbum F2, aber das ist irgendwie eine andere Verpackung. Dann haben wir hier die ganz neuen FP3s, neue FP3s, eine neue Verpackung, ist eine 10er Verpackung. Kostet 3 Euro, also völlig legitim. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn die gut sind, könnten das die neuen Preis-Leistungskracher werden 2023. Haben wir hier noch eine kleine Rarität. Dumbum 5G wird wahrscheinlich nicht mehr hergestellt werden. Von Classic stellt ja F4-Produktion, was Böller angeht, ein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Valencia-Feeling mit Truenos. Und dann hier noch richtig fette Black Mambas. Und natürlich hier noch verschiedenste Dumbum-Böller. Ich bin richtig gespannt, Leute, wer hier jetzt gut abschneidet, wer hier reinkackt. Und jetzt schon mal einen Daumen hoch für mehr Vergleichvideos, Leute. Let's go! So, jetzt geht's hier los. Ich habe mal ein bisschen aufgereiht, wie die Reihenfolge jetzt hier ist. Und am Schluss habe ich noch ein kleines Special für euch vorbereitet. Schaut mal da hinten. Na, was glaubt ihr, was ich vorhab mit euch? Ja, was habe ich vor? Und da behalten wir uns von jedem nochmal einen auf und machen dann einen Sprinkler-Vergleich. Habt ihr Bock oder habt ihr Bock? Daumen hoch für mehr Pfützenvideos! Die haben Fische. Ja, diese Wesen, die sich da rumtreiben in dieser Matschbrühe. Tierquäler! Ich habe mir überlegt, wir beginnen mit Dumbum, weil hier haben wir die kleinsten Böller dabei. Und dann machen wir erstmal so einen übelsten Dumbum-Vergleich. Und ab hier kommen dann die FP3 von Jorge und die ganzen restlichen Kracher. So, jetzt fangen wir an mit den Sprogus Camulici. Genau. Sprogus Camuliocas. Bestimmt richtig ausgesprochen. 1,20 Euro. Oh. Schatz, hast du damit gerechnet? Das sind Knallerbsen. Das sind Knallerbsen. Das hätte der Toni mir auch mal sagen können. Ich bin einfach bei Böllervergleich Knallerbsen. Das lag erstmal dafür. Ich hab die nicht drauf. Egal. Ich werf die alle drauf. Ja, ne? Einfach alle wegwerfen jetzt. Passt. Dumbum F2 für 2,50 Euro. Kleine Reiber. Boah. Ja. Make some videos für einen Shop mit Boom. Fireworks. Some cracker. Genau. Little Boom. Boom, ja. Böller. Ist es okay, wenn wir weiter filmen? Okay. Weil the sun goes down. Es wird immer dunkler. Ist es okay, wenn wir weitermachen? Der kommt, ich glaube, wenn er. No. So, Mikrobomb G, 1,50 Euro, 8 Gramm hat die komplette Packung und enthalten sind, keine Ahnung wie viel Stück, oh, schon ein paar, ich schätze mal 20 Stück. Leiser als die Reibkopf. Ja. Die waren auf jeden Fall leiser als die Reibkopf F2. Das sind jetzt die größeren F2 von Dumbum. 2,50 Euro kostet hier die Packung. Und hier wieder mit Zündschnur. NEC 3 Gramm jetzt auf die verteilt nur. Dumbum F2. Auch nichts Besonderes. Dumbum 120 dB.
Rauchring. Wo gibt es hier den Ring? Die haben es auf jeden Fall schon laut. Mehr drauf. 20 Gramm haben die, also 1 Gramm pro Böller für 6 Euro. Die gehen auf jeden Fall klar, sind aber halt F3. Dann haben wir jetzt hier für 4,99 Euro die Dumbum 2G Plus. 20 Gramm, also auch 1 Gramm pro Böller. Das war's irgendwie mit 2 Gramm plus. Damals hatten die nämlich ein bisschen mehr als 2 Gramm pro Böller, da kann ich mich dran erinnern. Jetzt anscheinend nicht mehr. Machen wir auch mal 3 Stück. Die sind schwächer. Da waren die 120 dB auf jeden Fall lauter gewesen. Dann haben wir jetzt hier für 5,99 Euro wieder Dumbum Mittel, Kategorie F3, auch 20 Gramm. Also die haben alle nur noch 1 Gramm pro Böller mittlerweile. Ist echt schade auf jeden Fall. Ach, das sind die mit dieser pinken Zündschnur. Kannst du dich an die erinnern, Schatz? Die waren nicht gut. Die waren nicht so gut, ja. Bin immer noch nicht so gut. Nee, irgendwie da fand ich jetzt sogar die anderen vorher sogar lauter. Ja, also die 120 dB haben bis jetzt die Nase vorn von den 1 Gramm Böllern. Und jetzt haben wir hier aber noch einen Schmankerle. Dumbum 5G von Classic. Die haben auf jeden Fall 5 Gramm pro Böller. Und die müssten jetzt auf jeden Fall ein bisschen lauter sein. Dumbum 5G. Boah. Oh, mach nicht 9. Der liegt da oben. Boah. Also, da hört man, glaube ich, den Unterschied. Ich habe einfach gegen mein Bein bekommen. Jorge FP3, neue 10er-Pack-Version. 8 Gramm haben die. Klingt jetzt nicht so vielversprechend. Ja, also leider, muss man sagen. Man hätte jetzt gedacht, oha, neue FP3s, interessant. Aber wenn man dann 8 Gramm auf 10 Stück liest, ist es dann doch nicht mehr so schön. Ja, grüne Zündschnur. Ja, das, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Trend. Classic hat es vorgemacht mit den Dumbum Mittel, die wir gerade gesehen haben, mit der pinken Zündschnur. Und Jorge macht es jetzt nach mit der grünen. So sparen die sich nämlich die Satzmenge als Vorbrenner, weil sie es dann schon in der Zündschnur haben. Ist halt leider alles nur noch auf Profit aus. Ja, nochmal 2 auf einmal hier. Und jetzt kommen wir zu den spanischen Böllern. Da haben wir hier die Bravo XL von Elgato, spanische Marke. Ich habe die in Valencia jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Boah, da haben wir 6 Stück drinne. Holen wir uns mal 3 Stück raus. Bravo XL steht hier drauf. F3, 1,5 Gramm. Ja, und die wiegen auch was. Fühlt sich ein bisschen wertiger an als die anderen Böller. Erstmal ein. Die haben es auf jeden Fall drauf für 1,5 Gramm, muss ich sagen. Nochmal 2 Stück. Ja, also die kann man empfehlen.
Die hauen ganz gut rein, muss man sagen. Und dann haben wir jetzt hier die Trueno Special Number 6. 5,99. 10 Stück in der Packung. So, da kommen uns hier so zwei Packen entgegen. Zwei 5er Packs. Und eine verballern wir dann jetzt komplett hier. Und bleibt auf jeden Fall dran. Gleich geht's ja an die Pfütze rüber. So, Trueno Special. Die Packung hat 15 Gramm auf 10 Stück. Heißt also 1,5 Gramm pro Böller. Big Zündschnur. Der könnte auch sein. Oder auch nicht. Jetzt alle hintereinander. Ein bisschen gefährlich, da fliegt immer noch die Zündschnur dann raus nach der Explosion, da muss man aufpassen. Generell, ja, weil... Hä? Aber gut laut. Ja. Mein Ohr ist tot. Ich muss auch sagen, kann man aber eigentlich sogar mit denen hier vergleichen, finde ich. Ja. Haben beide 1,5 Gramm. Aber ich finde, die haben nochmal eine andere Wucht irgendwie. Ja, und die sehen halt auch nochmal ein bisschen schöner aus, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja. So, dann haben wir jetzt hier einen Vergleich der Giganten. Ich hole jetzt mal direkt beide raus als Finale. Black Mamba für 10 Euro 4 Stück. Und hier weiß ich gar nicht, was die gekostet haben. 4 Stück Red Baron. Müssten teurer sein auf jeden Fall als die hier. So, als erstes der Black Mamba. Ich habe Angst. Geht's, Schatz? Also ich habe Piepen auf den Ohren und ich sehe gerade nur noch so einen blauen Punkt vor meinen Augen. Ich mache immer die Augen zu, weil ich denke, dann höre ich ihn weniger. Mach die Augen zu, ja. Ist vielleicht besser. Red Baron. Einfach weggucken und genießen. Okay, ist jetzt nicht der gleiche, ne? Ist nicht der gleiche, ist jetzt der letzte. Und dann geht's zur Pfütze. Also ich würde sagen, da sind wir uns einig, die letzten beiden, die... Die bumsen richtig. Die ballern mal so richtig die Fresse weg. So Leute, auf das wir alle, glaube ich, jetzt gewartet haben. Ein bisschen Planschen auf MPM-Art. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal hier so ein paar kleine. Ich habe jetzt hier von jedem mindestens einen rausgepackt. Und... Planschen ein bisschen. Oder auch nicht. Doch. Das ist immer geil. Ja, das macht richtig Bock. Dumbum F2. Oh, da habe ich nicht getroffen. Halbkopf. Junge, die kleinen sind schwierig zu werfen. Kein lustiger Ton hier. Die wiegen halt nichts. Ja. Reibkopf war eigentlich klar, dass der ausgeht. Weil das ja direkt nass ist, ne? Ja. Der hat auch nicht funktioniert. Dumbum 5G. Jetzt könnte es spritzig werden. Ich mag Spritzen. Da kam dir der Böller ein bisschen zuvor, Schatz. War vielleicht auch besser so. Ich glaube auch. Jorge. Dann Dumbum 120 dB, der war ja richtig gut. Der hat gut abgeschnitten. Ja. Nochmal Dumbum 5G. Und Bravo XL. Schnauze. Okay, ich halt mein Maul, genießt einfach. Junge, der riecht. Hä? Das
sorry, aber ich wollte gerade, die riechen nach Pizza. Nach Pizza? Nee, du riechst jetzt nach Pizza. Okay. Dumbum-Pizza. Oh, die sind safe bad. Aber blubbern schön. Ich hab's gewusst. Selbst die ersten waren sogar besser. 2G plus. Corona ist vorbei. Und jetzt? Oh, das kleine Finale. Komm, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Bitte. Ich habe Angst. Und die habe ich mir natürlich zum Schluss aufgehoben. Leute, jetzt schon mal einen Daumen hoch für diesen geilen Böller-Vergleich bei dieser geilen Location. Und dann gibt es auch mehr Videos, Leute. Richtig episch aus hier gerade. Boah, ich freue mich auf die... Auf den Brenner. Ja, ich meine eigentlich auf die Zeitlupen. Daumen hoch, Leute, für diese Action. Aber hallo. Ja. Der hat nochmal auf alles einen draufgesetzt, Leute. Und dann bis zu den nächsten Videos, wenn ihr einen Daumen hoch gegeben habt. Ciao. Wir sind laut, wir sind drauf, vom Schwarzpulverrauch. Diese Nacht wird legendär, die ganze Stadt rastet aus. Gänsehaut am ganzen Körper, magisches Feeling. Ich funkel in der Nacht, weil ich ein Star an meinem Kiez bin. Wir sind laut, wir sind drauf, vom Schwarzpulverrauch. Diese Nacht wird legendär, die ganze Stadt rastet aus. Gänsehaut am ganzen Körper, magisches Feeling. Ich funkel in der Nacht, weil ich ein Star an meinem Kiez bin. Ich schau auf den Kalender, es ist wieder soweit, kaum zu glauben. September, wir sind Pyrus for life. Dieser Weg wird nicht steinig und schwer.